Okay, erste Aufnahme, Synchronisierung per Klatschen. Ich hoffe, man kann es sehen. Hey ihr Lieben, hey, bei diesem Video will ich euch kurz erklären, wie ich das Titans DM 2016 Video gerade vorbereite. Vom Stil her soll es so sein wie das Regionalmeisterschaftsvideo 2006. Die Musik wird sehr ähnlich sein wie das aus dem Regionalmeisterschaftsvideo. Allerdings wird das ein bisschen... Vom Ziel sollte das ähnlich sein, dass man so ein bisschen diese Verbindung hat, Regionalmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft. Daher, die Musik ist schon vorbestellt, also fast vorbestellt. Ich habe mir eine rausgesucht, die hole ich mir mal bei premiumbeats.com. Das ist eine Seite, die richtig gute Musik anbietet. Kostet ein bisschen was, allerdings ist es aber wirklich sehr gute Musiktechnik. Wie ich sie mir holen werde, ist noch nicht fest. Aber wenn es nach mir ginge, würde ich definitiv eine Sony-Kamera holen. Und wenn ich kann, natürlich auch ein Stabilisierungsgimbal dazu. Und ja... was den Ton dann betrifft, habe ich vor, dann unseren Coach Sven, der wird dann halt einmal verkabelt. Das heißt, alles, was er sagt, wird dann tatsächlich als wichtigstes Element aufgenommen. Ja genau, den meinte ich. Der wird dann verkabelt. Also in Bonn dann ist die Idee, wie immer, man plant es, es gibt ein Konzept und dann zeigt sich, ob man sich wirklich dran halten kann und ob es überhaupt funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie die Bedingungen vor Ort sein werden. Man weiß nicht, was für ein Stress da aufkommt und wie die Gefühlslage sein wird. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dann das umsetzen kann, wie ich es mir geplant habe. Der Plan wird sein, schnell die Aufnahmen machen von Warm-up, Aufnahmen machen von Run-Through, Aufnahmen machen von zwischen der Run-Through und der Routine. Ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Schminken, mal gucken, wenn es sein muss. Auf jeden Fall immer auf Sven halten, wenn er Ansagen macht. Der wird garantiert einige machen. Definitiv aufnehmen die Routine, daran kommen wir nicht vorbei. Und nach der Routine und natürlich die Siegerehrung. Eine Sache, die auf jeden Fall richtig schwierig ist, oder nicht schwierig, worauf ich achten muss, ist, dass ich während ich die Aufnahmen mache, der Routine und Run-Through mache, muss ich mich auf die Choreo konzentrieren. Dass ich wirklich weiß, an welchem Moment ich wo mit der Kamera wann hingehe und auf wem ich halte. Wechselpartner, Sun, Baskets und so weiter. Ich hoffe, das klappt. Mal schauen. Entscheidend auch wird sein, definitiv, dass ich schon mit dem Schnitt während der Aufnahme, also während der Produktionszeit anfange. Das heißt, wir kommen an, nachdem ich die ersten Aufnahmen gemacht habe, sobald ich, sage ich mal, 30 Minuten, 45 Minuten Zeit habe, von einer Sache zur nächsten, sagen wir mal zum Beispiel zwischen das Vorbereiten, Schminken bis hin zum Warm-up, die Zeit nutze ich auf jeden Fall schon mal, um die ersten Materialien, um die ersten Bilder zu schneiden. Die Idee ist nämlich, das Video tatsächlich schon am Sonntag fertig zu kriegen. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde. Aber ich versuche es trotzdem. Wahrscheinlich wird das Video aber trotzdem erst am Montag dann fertig sein. Hallo? Hey? Das ist der Robin, mein Hallo. Assistent beim Our Signature Video. Ich erinnere mich ja noch an die Nacht. Mit Konsti, oh ja, der Dreier. Oh, was dann eigentlich schon für das erste Vlog, was ich jetzt hier so gemacht habe über die DM. Das nächste wird dann definitiv über das DM-Video sein, wenn es dann fertig ist. Und dann werden wir sehen, ob das auch alles so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich versuche auf jeden Fall auch Livestreams zu machen. Da wir aber in der Halle sind, weiß ich nicht genau, ob das klappen wird, wie es mit dem Empfang ist. Ich mache auf jeden Fall auch auf Snapchat Sachen. Daher schaut ruhig vorbei, schaut auf der Facebook-Seite. Vielleicht gibt es einen Livestream. Schaut auf Snapchat vorbei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann am Sonntag. Über Snapchat oder im Livestream, wer weiß. Und ansonsten, ich freue mich schon darauf, wenn das Video dann sehr wahrscheinlich nicht am Sonntag, sondern am Montag dann online zu sehen ist. Titans DM 2016. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Bin gespannt, wie das wird. Bis bald. Hallo. Hallo, Sir. Also mit dieser Konstruktion, also hier so ein Körper, da nach vorne, die Kamera guckt eigentlich die ganze Zeit nicht hier so rein ungefähr, mache ich gerade ein Video. Ja, das wird ihr bald sehen. Hallo? Hi. Hallo? Du hast mich angebumst.